Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jedi Survivor mit mir, dem Jan. Wo muss ich hier hin nochmal? Bin ich letztens hier rausgekommen oder da raus? Ich glaube, da. Also einmal geradeaus durch. Was hat der hier immer? ISB-Basisstruktur. Okay. Hier lang. Frage ist jetzt, von wo kam ich letztens? Okay, hier komme ich nicht durch, da hinten. Ja, das sieht man ja auch. Dafür habe ich noch nicht die Kraft, die ich dafür benötige. Der Eindringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Bringt ihn zu. Lebt. Abriegelung durch Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. Die Plattform ist wohl nicht hier. Nee, die ist da oben. Was fliegt denn da jetzt rum? Also muss ich jetzt hier runter. Und dann muss ich darüber. Ja, sieht wohl danach aus. Aber bewegt es sich jetzt noch? Hier drüben. Information. Ergib dich, Eindringling. Mach doch nur Glück. Hup. Och Mann. Wer? Du? Okay, da unten komme ich noch nicht weiter. Hier hat was geleuchtet. Und weiter geht's hier auch nicht. So. Also weiter nach hier oben. Uiuiui. Okay, das habe ich auch. Ist da hinten an der Konsole was?
Ja, eine Truhe. Was bekomme ich denn hier? Eine Lackierung. Jetzt ist hier die Abkürzung freigeschaltet. Gut. Ich hab doch Kreis gedrückt. Schon wieder. Mann, ey. Ist da noch was? Nee, da komme ich nicht weiter. So. Hat irgendjemand den Jedi im Sichtfeld? Cal Kestis. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder? Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was? Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht. Los ans Funkgerät. Jetzt. Hier, Commander Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Bord Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bords Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Sie befallen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Bode ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sie ist tot, ist allein ihre Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Holland. Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Bode hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann. Was ist das denn jetzt? Ich sehe nach. Mach dein Ding, Kumpel. Wieso habe ich denn jetzt diese Rüstung an? Kartenupgrade, Datenbank. Nicht gefundene Datenbankeinträge werden jetzt auf die Holokarte angezeigt. Was?
Ja, natürlich ist er noch nicht gescannt, da war ich auch noch nicht. Ist hier noch was? Ich habe ja gedacht eigentlich, dass das hier ein Aufzug ist, als ich da runtergefallen bin. Ich habe keine... Oh, ich habe keine Lichtschwerter mehr. Bob muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. Lass mal sehen. Falls dich jemand sieht, fliegt unsere Tarnung auf. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Zu dem Schiff. Also hier geradeaus. Oder auch nicht. Da komme ich jetzt ja dadurch. Diese Konsole kann ich jetzt bedienen, die da steht. Mich regt's auf schon, dass er jetzt nur noch so langsam laufen kann. Gute Idee, BD. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wo verhören Sie den Jedi? Warum? Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Richtig. Erhalten Sturmtruppler ein Resistenztraining, von dem ich nichts weiß? Das ist nur was für ein Geo. Nicht an sein Funkgerät. Ja, das ist genau mein Problem damit. Vielleicht verhört er gerade den Jedi. Meinst du, der lebt noch? Denweg sagte neutralisiert, nicht tot. Ja, stimmt. Wo finde ich die Offiziersquartiere? Ein neuer Rekrut, nehme ich an. Kommt dir richtig. Tja, es spricht nicht für dich, dass du so wenig auf deine Umgebung achtest. Und jetzt verschwinde. Ich habe keine Zeit für dich. Danke für den freundlichen Empfang. Noch ein Wort und ich melde dich wegen Insubordination. Unglaublich. Es ist ein riskanter Schachzug von Denwig, die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Lass unsere neuen Gäste das bloß nicht... Gäste. Mhm. Okay, nur für den Fähigkeitspunkt war das hier. Also muss ich doch den anderen Weg hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Das ist vertraulich. Ich habe die nötigen Befugnisse. Die Zentrale hätte mich darüber informiert. Ich muss einen Sicherheitsdroiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schickt einen Sicherheitsdroiden runter. Ist das... Lassen Sie mich sofort durch. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Lassen Sie mich durch. Dann lege ich bei Denwick ein gutes Wort für Sie ein. Ein gutes Wort bei Denwick? Ja. Sie können passieren, Officer. Gut. Hey, Kumpel. Sei auf alles gefasst. Es geht nur geradeaus. Steck dich rein. Was ist das für ein schwarzer Punkt da oben?
ist nicht hier. Sehen wir uns um. Da gibt es erstmal einen Speicherpunkt. Offiziersquartier. Ich wollte hier bei der Macht, wollte ich das hier haben. Halte L2 und R1. Vielleicht benutze ich das mal. Okay. Alles klar, gehen wir. Hey, Katja. Ich werde bald zu Hause sein. Kann's kaum erwarten, dich zu sehen. Ich bringe dir auch etwas Hübsches mit. Er hat die ganze Zeit Informationen über uns gesammelt. Ist hier noch was? Mama. Es ist okay, mein Schatz. Ich weiß. Nur du und ich, Kata. Nur du und ich. Boots Tochter und ihre Mutter. Okay. Ein Datastick. Sieht uralt aus. Mal sehen, was drauf ist. Aber was muss ich denn noch hier machen? Ach, jetzt kann ich das hier benutzen, okay. Das ist das Holo, das Dagen sich angesehen hat. Entschuldigung. Ich... Du hast mich erschreckt. Du musst Kata sein. Ich bin Cal. Und das ist BD1. Schön, dich kennenzulernen. Wo ist dein Vater, Kata? Er sagte, ich soll parken gehen. Du arbeitest nicht hier, oder? Nein. Du bist die Erste, die das erkannt hat. Bist du wirklich ein Jedi? Ja. Das bin ich. Ich muss weitermachen. Ich finde meine Mookie-Puppe nicht. Tja, dann helfen wir dir suchen. Ah, die liegt da unten. Ist das Mookie? Sieht mir ähnlich, oder? Ein wenig. Ich habe ihn von meiner Mama. Kata. Hat dein Vater dir gesagt, wohin er dich bringt? Es sollte eine Überraschung werden. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Kata. Papa, was ist los? Das ist mein bester Freund. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären. Oder, Cal? Da ist ja Mookie. Du warst ein Jedi? Tja.
Wie hast du die Auslöschung überlebt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst zugewiesen. Mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich verschwunden. Ich habe mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich eine unglaubliche Frau. Deine Mama. Eines Tages war ich mit Cutter Besorgungen machen, dann kam die Nachricht. Komm nicht nach Hause. Inquisitor. Sie suchten nach mir. Meine Frau verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denwig versteckt uns, solange Papa nützlich bleibt. Du hast uns von Anfang an belogen. Tanelor war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden. Und du wolltest tausende unschuldige Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Baut. Nein. Ich bin ein Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Tja. Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Lauf! Ach Mann, warum rennt ihr denn noch weg? Der Eindringling ist in meinem Quartier. Er ist bewaffnet. Erschießt ihn. Tötet diesen Jedi. Baut! Du bist los aus dem Weg. Aha. Ach Mann. Thank you.
Da oben ist was. Aber ich kann da kein Bolzen reinschießen gerade. Okay. So. Hier lang. Wird er spurlos verschwinden. Hey, Barrett, hast du das gehört? Barrett, wo steckt sie denn? Zerstört den Jäger! Der Verräter darf nicht entkommen! Wir kommen zu spät. Wir müssen zurück zur Mantis. Das gesamte Personal meldet sich sofort im Handel. So. Barrett! Cal! Warum bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! Ich komme da gar nicht rüber. So. So. Alles okay? Ja, nicht sie weg hier. Sind das alle? Eine Schande. Yeah.
Hä? Noch ein Stück! Hetz mich auf! Ich halte mich fest! Schlag jetzt zu! Meine Güte! Wo ist Boat? Sie sind weg! Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Ich war nur die Ablenkung. Verdammt! Na los, Jedi! Tu es! Tu es! Lieber du als Lord Vader! Wer ist das? Er hat Bord auf unser Team gehetzt. Meine Crew. Cordova. Fear! Alle sind tot, nur wegen ihm! Kerl! Genau das will Boat. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. Wirst du nicht. Komm zu Mantis. Bestell den Inquisitoren Grüße von mir. Ich bin okay. Mir geht's gut. Okay. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Abkürzung. Hier. Okay. Ich kann auch auf dem Schiff speichern. Na endlich, ich habe mir Sorgen gemacht. Moment, lass mich raten. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Kerl. Wir wissen nicht, wo Boat ist. Wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werde es ertragen. Haben wir verloren. Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Das ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass ich die Mantis durch einen Nebelfliege, der Schiffe frisst, in einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Ja. Okay, bin dabei. So. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.